Ja, damit haben wir also jetzt die Grundlage dieser Hohlsensorik nochmal behandelt. Und ein wichtiger Punkt dabei ist, das wird hier vielleicht an dem Bild halt auch nochmal deutlich, die Ablenkung der Ladungsträger passiert, wenn man sich hier V-Kreuz B anschaut, im Grunde genommen nur durch die Komponente des B-Feldes, die senkrecht hier auf der Oberfläche draufsteht. Das heißt, wir messen mit dem Hall-Sensor die Stärke des Magnetfeldes in dieser Richtung. Wenn das Magnetfeld jetzt diese Richtung hat, messen wir trotzdem nur die Komponente. Für viele Anwendungen reicht das aus, aber oft möchte man alle drei Komponenten eines Magnetfeldes bestimmen, also sozusagen X, Y und Z-Komponente. Wäre noch vielleicht ein sensortechnisches Beispiel für diese Notwendigkeit noch kurz behandeln. Das musste man bis vor einigen Jahren dann dadurch realisieren, dass man wirklich drei Magnetfeldsensoren dann halt in drei unterschiedlichen Richtungen angeordnet hat und also sozusagen einen kleinen Kubus aufgebaut hat mit drei Sensoren, die eben in die drei verschiedenen Richtungen X, Y und Z geschaut haben. Es wäre halt ganz schön, wenn man eine Möglichkeit hätte, das Magnetfeld nicht nur in dieser Richtung zu messen, sondern auch das Magnetfeld in dieser Richtung bzw. in dieser Richtung zu messen. Mit dem Aufbau geht es nicht. So, und das ist das, was wir jetzt im Kapitel 10.2 uns anschauen. Also, das nochmal zur. Das lassen wir. So, und jetzt 10.2. Ein Hall-Sensor für die 3B-Feldkomponenten. Und dazu muss ich jetzt oder will ich einfach nur ein bisschen zeichnen. Das Bild, was wir gerade hatten. Und jetzt mal ein bisschen mit Farbe. Hier auf der linken und auf der rechten Seite habe ich zwei Elektroden, durch die der Strom durchgeht. Und oben und unten haben wir jetzt die Elektroden, an denen die Hall-Spannung entsteht. Und damit messe ich welche Komponente. Die Komponente. Die messe ich. Und jetzt klappe ich sozusagen die Elektroden, die den Strom führen sollen, die klappe ich hoch. Also vorher, vielleicht das noch zur Erläuterung, wie dick ist das ganze Ding? So, halt. So und. Jetzt klappe ich das Ganze hoch. Das heißt, wir haben jetzt hier die mittlere Elektrode. Die zu UH führt.
Die ist sozusagen gleich geblieben. Die rechte Elektrode für I, die klappe ich hier hoch. Und die linke Elektrode für I, die klappe ich hier auch hoch. So, jetzt haben wir also die Elektrode so hochgeklappt und die Elektrode ebenfalls so hochgeklappt. Die untere Elektrode, die lasse ich erstmal noch so. Na, in Rot. Ja. Für welche B-Feldrichtung ist das jetzt hier empfindlicher? Immer noch für die B-Feldrichtung, die so in die Zeichenebene reingeht. Das heißt, wir sind immer noch in der Richtung empfindlich. Aber jetzt dehne ich dieses ganze Gebilde in dieser Richtung weiter aus. So, das heißt, wir haben das Ganze jetzt hochgeklappt, aber in der Richtung sozusagen verlängert. Und jetzt haben wir hier die Elektrode in der Mitte und von hier zur Rückseite messe ich die Hallspannung. Und hier schicke ich den Strom rein und da kommt der Strom wieder raus. Und das Magnetfeld, das jetzt die Stromstärke, das jetzt die Elektronen ablenkt, das Magnetfeld zeigt immer noch in diese Richtung. Aber das ist jetzt die Richtung sozusagen, die in dieser Ebene des Sensors liegt. Das heißt, hier war es so, das hier war die Oberfläche und das war jetzt sozusagen die Seitenflächen. Und jetzt ist es so, dass das hier die Seitenfläche ist und das ist die Oberfläche. Und wir sind also jetzt empfindlich auf das B-Feld, das in Richtung der Fläche zeigt. Hier sind wir empfindlich auf das B-Feld, das senkrecht hier drauf zeigt. Ja, das heißt also, jetzt lassen wir hier wieder den Strom fließen und ein Elektron bewegt sich in diese Richtung. Ja, und wenn wir jetzt das Magnetfeld einschalten, dann bewegt sich das verstärkt in die Richtung. Hier haben wir dann Elektronenüberschuss, hier haben wir Elektronenunterschuss. Und von da nach da entsteht eine Spannung. Das wäre jetzt also die nächste Version, wo wir sozusagen wirklich in Richtung der Ebene das Magnetfeld messen können. Nachteilig hierbei ist immer noch, oder was heißt immer noch, nachteilig ist hierbei, dass wir die Hall-Spannung zwischen der Oberseite und der Unterseite des Chips messen müssen. Ja. Und was wir da jetzt machen ist, so etwas Ähnliches, Sie erinnern sich vielleicht an den Spreading Resistance Widerstand, wo man in der allerersten Version auch den Widerstand von oben nach unten durch den Silizium-Wafer messen musste. Und dann hat man einfach die Struktur verdoppelt. Und genau das Gleiche machen wir auch. Wir führen jetzt diese Struktur hier auch nochmal an. Also Nachteil. Oder erstmal der Vorteil ist, wir messen also jetzt das B-Feld parallel zur Oberfläche. Das ist das, was wir erreichen wollten.
Nachteil. Oha, fällt zwischen Ober und Unterseite an. Ja, und die Lösung ist, das Ganze sozusagen zweimal anzuordnen. Dann malen wir das auch nochmal hier hin. Also. So. Die erste Struktur, die wir hatten, die sah ja so aus. Von da nach da unten würden wir UH messen. Hier hatten wir einen Anschluss für I und da haben wir einen Anschluss für I. Und jetzt bauen wir hier nochmal. Die gleiche Struktur an. Und jetzt schicken wir den Strom hier rein. Und hier, beziehungsweise da. Da kommt er raus, I1 und hier I2. So, was passiert jetzt? B-Feld. Na, in Schwarz. So. B-Feld wieder so. Die Elektronen werden im Wesentlichen nach hierhin abgeleitet, also jetzt so in die Richtung gebracht. Und das führt dazu, dass hier positive und hier negative Spannung auftaucht. Also hier entsteht Plus und da entsteht Minus. Wie ist es hier auf der Seite? Auf der Seite bewegen sich die Elektronen in die andere Richtung. Ja, wenn die sich in die andere Richtung bewegen, dann dreht sich aber auch das Vorzeichen der Hall-Spannung um. Das heißt, wenn wir hier Plus und Minus hatten, dann haben wir es hier an der Stelle hier Plus und da Minus. Und das führt dazu, dass wir jetzt, wenn wir das Ganze uns von oben aus anschauen, von hier nach da, zweimal UH sehen. Und das heißt, wir müssen hier unten an die Unterseite gar nicht mehr dran. Damit wir vernünftige Potentialverhältnisse haben, wird die metallisiert. Das heißt, wir haben hier schon eine Elektrode. Aber an die Elektrode müssen wir nicht dran. Wir speisen hier in der Mitte wird Strom eingespeist. Die eine Hälfte geht nach links, die andere Hälfte geht nach rechts. Und dann entsteht von da nach da die Hall-Spannung. Und zwar von hier nach da einmal die Hall-Spannung, oben Plus und hier Minus. Und hier nochmal die Hall-Spannung, aber
mit umgekehrtem Vorzeichen. Und das heißt, von da nach da sehen wir also tatsächlich zweimal die Holzspannung. Ja. Und dann können wir hier an der Stelle auch Schluss machen. Und haben jetzt hier diesen Aufbau und messen dann eben jetzt so, wie wir es eben schon hatten, immer noch die Rückseite ist jetzt hier auch metallisiert und die Elektroden gehen jetzt hier. Ich hoffe, man kann jetzt noch was erkennen. So, rüber. So, das heißt, wir messen also jetzt das B-Feld sozusagen in der Richtung, in der hier diese Elektroden auch entlang laufen. Wenn wir dann diese gleiche Anordnung um 90 Grad drehen und auf den Chip draufbringen, dann messen wir das B-Feld in dieser Richtung und dann kommt noch ein konventionelles Hole-Element oben drauf und das misst das B-Feld dann in diese Richtung. Und insofern können wir also diese Struktur zweimal anordnen, um 90 Grad versetzt, und dann nochmal das herkömmliche Hole-Element, was dann die Z-Komponente, also die in diese Richtung dann misst. Und dann haben wir also tatsächlich einen Sensor, der aus drei Einzelsensoren besteht, die Magnetfeldkomponenten in der Richtung und in der Richtung messen. Ja, das ist halt eine ganz geschickte Technologie. Die ja jetzt hier nochmal angedeutet ist. So, und ich glaube, ein Beispiel. Wo ist jetzt meine Brille? Meine Brille ist weg, ich sehe nichts mehr. Ja, ein Beispiel für die Anwendung dieses Sensors sehen Sie hier. Das war ein Vortrag von einem Studierenden im berufsbegleitenden Studiengang, der, meine ich, bei ZF Getriebetechnik gearbeitet hat. Und hier bei so einem Automatikgetriebe muss halt auch festgestellt werden, welcher Gang ist denn gerade eingelegt. Und da gibt es dann, hier sehen Sie dieses mehr oder weniger komplizierte Getriebe. Und hier außen läuft irgendwie so eine Führungsstange entlang. Die bewegt sich in dieser Richtung und dreht sich auch noch, je nachdem, welcher Gang eingelegt worden ist. Und auf dieser Stange ist ein Magnet untergebracht. Und je nachdem, wo jetzt der Magnet steht, also einmal in dieser Richtung und dann auch in welchem Winkel diese Stange, damit auch der Magnet steht, dann kann man daraus eigentlich auf den Gang zurückschließen. Und dazu muss man aber dann die Position dieses Magneten tatsächlich in drei Dimensionen feststellen. Es reicht nicht nur, die Entfernung zu wissen, sondern man muss alle drei Magnetfeldkomponenten kennen. Und das wurde dann eben bisher gemacht, dadurch gemacht, dass man hier tatsächlich vier induktive Sensoren angebaut hat, mit denen man dann die Entfernung des Magneten von diesen vier induktiven Sensoren dann feststellen konnte und dann über die entsprechende Auswertung rausbekommen hat, welcher Gang ist denn eingelegt. Und dieser komplizierte Aufbau, vier induktive Sensoren mit entsprechender Elektronik nach Bearbeitung, der kann dann inzwischen ersetzt werden einfach durch einen 3D-Hall-Sensor, der auch gleich die weitere Signalverarbeitung drauf hat, sodass man dann hinter die Signale, meine ich, auch schon direkt digital abnehmen kann. Ja, also
gibt es für diese Anwendung auch tatsächlich eine ganze Reihe von Beispielen. Und wenn man sich hier im Smartphone, im Telefon anschaut, damit können ja auch die Magnetfeldkomponenten in drei Richtungen bestimmt werden und dann braucht man da auch die entsprechende Sensorik. Und ich würde fast vermuten, dass ein derartiger Sensor heutzutage auch in den schlauen Telefonen drin sitzt. Ja, das war also jetzt eine Weiterentwicklung von dem Hall-Sensor. Jetzt dazu führt, dass wir diese Struktur hier haben und dazu vielleicht noch ein paar abschließende Bemerkungen. Also, obige Struktur wird verdoppelt. Und das heißt, Spannung kann von der Oberseite gemessen werden. So, und